umgebracht, gemordet, geplündert, vergewaltigt und alles haben sie hier in der Schweiz geschleppt. Und ab dem 1. August müssen sie dann zurückkommen, weil jeder war ein Bauer damals. Und ja, dann fing die Ernte an und dann sind sie zurückgekommen, voll beladen, ihre Pferde und Esel voll beladen mit Raubgut aus Deutschland und Frankreich. Dann haben sie einmal in die Luft geschossen mit dem Musket und dann sind sie runtergeströmt aus den Bergen und haben den Mord an den Europäern und ihre Kinder gefeiert. Und das machen sie heutzutage noch mit viel Feuerwerk und sie wissen es. Ja, und dann später dann hat der Schweizer Söldner sein Musket geputzt und eingeschmiert mit Schweinefett im Schrank gestellt. Und nachher am 1. Oktober, ungefähr nach dem Oktoberfeste, nach der Ernte, weil jeder musste damals mithelfen, natürlich, es gab keine Traktoren, sind sie wieder losgezogen in den nächsten Reislauf, um Europa zu terrorisieren. Und darum hat der Schweizer also Mann hat noch immer sein Sturmgewehr zu Hause im Schrank. Das ist eine reine Söldner-Tradition. Und jetzt machen sie natürlich Europa weiter zerstören mit den Banken. Die ziehen sehr reiche Menschen an. Und dadurch werden keine Steuern mehr bezahlt in Deutschland oder in Frankreich. Und alles kommt auf den Rücken der Ärmen und Arm wird immer ärmer und Reich wird immer reicher. Ja, das machen die Schweizer. Und erst jetzt kommt es auch auf sie zurück, die Retourkutsche. Da wird große Armut kommen hier. Das ist hier Bärengraben, so eine Art vom Schloss hier. Da ist der Bär, der tanzt, aber das ist nicht wichtig. Das Volk, die Masse, die guckt da. Aber das ist nicht wichtig. Was wichtig ist, ist hier. Da ist der Obelisk beim Bärengraben, auf Schlüsselposition natürlich wieder. Mit der Erddomination obendrauf. Und das Bündnis, da diese Tücher. Und das ist die Sonne Hieroglypha. So wie immer und überall. Templer Nation, Schweiz. Okay, wir sind hier in der Gerechtigkeitsgasse. Das ist Frau Justitia aus Rom. Ja, mit dem Wagen und alles. Aber sie kommt eigentlich aus Griechenland und hieß Themis. Aber eigentlich kam sie aus Ägypten und hieß Ma'at. Und da kommt das Wort Magistrat kommt daher. Ne? Die Bellier, bei denen ich wohne, die haben das mehrmals zerstört. Es ist auch nicht mehr die echte. Und hier ist ein Schild, worauf da steht, wahrscheinlich nach mutwilliger Zerstörung durch Kopie ersetzt 1988. Die haben so ein paar Mal haben sie mit dem Traktor haben sie es umgefahren und am letzten Mal 1993, 7. Januar, ist der junge Andreas Bade dabei ums Leben gekommen aus meinem Dorf Saint-Brie in den Freibergen. Gerechtigkeitsgasse in Freimaurer. Ja, das nochmal Ma'at in die Gerechtigkeitsgasse. Und hier große Pharaonenpräsenz hier. Die Sonne Hieroglyph auf der Tür. Und hier am Geschäft. Das heißt, wenn ihr auch Pharaone sind, kauft eure Sachen hier. Hier auch in die Gerechtigkeitsgasse nochmal ein Obelisk mit dem Bündnis und der Kelch. Und da ist das Rathaus mit Isis mehrmals abgebildet. Das Wehr-Rathaus in Bern. Obelisken überall auf dieser Kirche. Und hier gegenüber in Freimaurerquartier ein Sonnenhieroglyphe vertikal. Ganz altes Holz, das heißt, kauft eure Sachen hier. Ja, jetzt einzoomen, Brunngasse, da wohnte der Blocher, als er Bundesrat war. Genau hier gegenüber wohnte der Blocher, Obelisk, mit Sonnenhieroglyphe und Knospe, ein sehr alter. Und gerade nebenan die große Freimaurerloge hier in Bern. Wir haben ihm auch die Wohnung vermittelt, wir haben ihn überwacht, ist die ganze Zeit rein und raus gelaufen. Bei denen, hat mehr verzeiht. Mehr Zeit da verbracht als im Bundeshaus.
da Haus der Union, zwischen Blocher und die Loge drin. Das Templerkreuz, hier haben sie oft, ist er oft essen gegangen. Aha, den kennen wir auch. Hi. Und die, der letzte, über die Templer kann man sagen, der letzte Kreuzzug war in 1291 und Akkon, die letzte Bastion der Templer, ist am 18. Mai gefallen. Nur 2,5 Monate später, also die Zeit, um zurückzukommen, hat man am 1. August 1291 die Schweiz gegründet und all dem Raubgut, Gold und alles Schätze aus Jerusalem hat man gerade in die Schweiz gebracht. Ja, und dann schwenken wir und dann sehen wir wieder das da. Ja. Genau, zwischen darin. Ja. Und darum haben die Templer, woraus die Freimaurer kommen, die haben das Teil hier in Europa Suisse genannt. Was sie hauptsächlich Französisch gesprochen haben, das war so Englisch wie Englisch jetzt. Und Suisse ist eine Abkürzung für Suisse, Sir Isis, Les Sir Isis. Und die Alemannen haben das dann Schwiz genannt, Suisse, Schwester Isis, die Schwester der Isis. Und nachher ist es Schwiz geworden, weil auf Altdeutsch schreibt man die S und die Z ähnlich. Und auf der Münze in der Schweiz 10, 12, 20 Rappen und so sieht man überall die Isis da drauf. Noch ein Restaurant gegenüber von dieser Loge, Zimmermania, ja, Bauern, Maurer. Und da oben ist eine Art von Sonne hier rückliefer. Friedensnobelpreis. Tja. Ab und zu machen sie eine gute, etwas Gutes um, für die Namen. Man nennt es Hearts and Minds. Die amerikanische Armee macht das auch in Irak. Die klauen alles Öl. Aber sie geben ein paar Kinder eine Spritze und tun Zahnbehandlung nachmachen und dann denkt das Volk, okay, sie sind noch nicht so böse. Ja, das ist dann die Berner Loge von der anderen Seite. Brauchst nichts mehr zu sagen, oder? So. Ja, nochmal die Kornhausbrücke von Napoleon. Und da Dreieck der Freimaurer. Und hier auf dem Kornhausplatz. Dreieck der Freimaurer und das alles in der Auge werfen Dollar. Ja, gerade hinter dem Kornhausplatz. Obelisken überall. Da auch, neben der Anna auch. Und da ist überall die Isis. Und die Sonne Hieroglyphe. Überall. Natürlich wieder Behörden da. Ein Behördenpost. In Bern. Verwaltungsgebäude, Predigergasse, Stadt Bern. Genau, das waren die Vorstellungen. Sonne Hieroglyphe, die Isis. Die Sonne Hieroglyphe unter Obelisk auf dem Waisenhausplatz mit Bündnis und Erddomination neben dem Käfigturm. Waisenhausplatz in Bern. Waisenhausplatz, Dreieck der Freimaurer und Polizeihauptkommissariat in der Hauptstadt der Schweiz in Bern. Mit da oben, da drauf, Dreieck der Freimaurer und das allsehende Auge auf dem Dollar, sogar in Blau. Also wer regiert hier, die Schweizer? Nee. Ja, sogar in Blau, ne? Und Blau ist Lapis Lazuli. Und Blau und Gold sind die Farben der pharaonischen Königswürde, sowie die Maske von Tutanchamun. Man sieht auch da die Weltdomination da drin. Und da ist das Bündnis. Tja, also hier regieren die Schweizer auf keinen Fall. Ist es klar jetzt? Ja, hier haben wir nochmal die Isis, dreimal. Grad. Und gegenüber ist Foltergefängnis, Amthaus. Wir sehen da diese Dreiecke da von den Freimauern. Obelisken, zweimal die Jachim und die Boas. Das Dreieck der Freimaurer und zweimal die Isis. Also hier werden Menschen zu Tode gefoltert mit O2T. Schon ganz viele Menschen sind hier umgebracht worden. Und ja, durch Sauerstoffmangel. Die O2 ist Sauerstoff.
und der C ist Tortur. Da überall die Sonne Hieroglyphe, da viereckig und da ist es rund. Da wo es rund ist, ist auch eine runde Bogen und da wo es dreieckig, viereckig ist, ist eine Dreieck da oben. Da mehrmals Amtshaus da drauf, wie ein Tempel da mit dieser Säule. Da oben steht nochmal Amtshaus. Und durch den Sauerstoffmangel in den Zellen entsteht eine Hypoxie. Das ist ein Sauerstoffmangel in den Geweben. Und dadurch wiederum entsteht eine Glykolyse. Das heißt, der Körper, der Organismus muss etwas zu verbrennen haben. Und weil da nicht genügend Sauerstoff ist zu verbrennen, fängt der Organismus an, spontan die eigene Zucker zu verbrennen und entstehen Milchsäure. Und dadurch entsteht eine Laktatazidose, der tödlich ist. Und ist, in Guantanamo, diese armen Typen da in diesem orange Kleider, die werden auch vor der Kamera gefoltert. Und das ist auch der Grund dafür, dass sie diese Maske vor der Nase haben. Die werden niemals genügend Sauerstoff aufnehmen, um ihr Blut damit zu versorgen. Und die CIA, die sagt, es ist so praktisch und so toll, weil wir können es überall im Felde zupassen mit einer Plastiktüte, mit dem Waterboarding. Ja, der Typ kommt aus dem Wasser, macht, der wird niemals genügend Sauerstoff aufnehmen, um sein Blut damit zu versorgen. Und diese Art von Folter geht direkt auf den Kopf und er ist keine Angst für eine Herzattacke oder so etwas. Oder man nimmt da ist nochmal die ISIS von Ägypten und der Obelisk von Amtshaus, wo mit Sauerstoff und Mangel von Sauerstoff gefoltert wird, ist nicht genügend Luft da drin. Der Macher vom Film ist da auch schwer gefoltert worden. Ja. O2T, Sauerstoffmangel. Die CIA findet es auch so praktisch mit ein bisschen Klebeband, Plastiktüte oder Waterboarding, ein Eimer mit Wasser, kann man das locker zupassen überall. Also hier in Bern. Also. Heilige Geistkirche gegenüber vom Bahnhof in Bern, Dreieck der Freimaurer und vier riesen Obelisken da drauf. Da noch einer auf jeder Ecke und hier mit alles okkulte Zeichen. Das machen nur Obelisken auf eine Kirche, das kommt von dem Priester von Amun und unser Wort Amen kommt daher.